So, aber ich will mich trotzdem noch ein bisschen mehr in diesem Raum umgucken. Vielleicht bekomme ich ja noch ein bisschen mehr ja, zu bieten, sozusagen. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich sagen will. Au. Ja, also hier gibt es Automatikmunition nochmal. Ja, sag ich doch, wir haben jetzt relativ viel Automatik, so langsam. Aber das ist gemein. Das muss man ja mal sagen. Okay. Ja, also ich weiß nicht, was mir diese Nische jetzt hier sagen soll. Ich werde da nicht drüber hangeln und mich fallen lassen. Das tue ich nicht. Ich habe nur wirklich das Gefühl, das ist halt der Raum, den wir eh als nächstes gekommen wären. Ja, mach mal jetzt mal speichern. So. Oh, es geht weiter mit der Automatikmunition. Okay. So, jetzt müssen wir dort drüber springen. Ich weiß, Captain Obvious. Naja. Oh. Interessant. Was zum Teufel? Oh, nice. I don't like that. I have a bad feeling about that. Ja, dort, das sieht mir aus wie die Tür, durch die wir ohnehin gekommen wären. Jetzt frage ich mich natürlich, also, was ist denn jetzt denn, was ist jetzt der offizielle Weg? War ich das gerade oder war das ein Geräusch von dort? Ich weiß es nicht. Ach so, für den Fall, dass man hier den Absprung versemmelt, schafft man es vielleicht noch dort unten, sich festzuhalten und sich rüber zu hangeln. Oder man kann es grundsätzlich so gestalten. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Ja, ich wollte eigentlich nicht ausprobieren zu sterben. Einer der schönsten und epischsten Tode hier heute. Geil. Ja, rückwärts springen ist doch auch. Ja, ich kam doch schon von hier oben. Dann können wir das auch richtig machen. So. Bitte in Absprungrichtung. Ja, das. Ja. Das war jetzt auch nicht schlecht als Tod. Ich habe das Gefühl, er stürzt gleich wieder ab. Und mein Gefühl hat sich nicht getäuscht. Ja, gut. Also ich bin viel zu früh abgesprungen. Das haben wir jetzt gesehen. Das erinnert mich irgendwie an. Ja, okay. Nee, wird nix. Oder ich muss halt wirklich in allerletzter Sekunde erst abspringen. Aber es erinnert mich an dieses Sprungrätsel in St. Francis Folly für das eine Geheimnis. Daran könnt ihr euch ja sicherlich auch noch gut dran erinnern, wo ich irgendwie eine Folge dran rumgemerkt habe mit dieser einen Schräge und dem richtigen Absprungpunkt. Ja, oder halt dieses da bei in der alten Mühle von Irland. Nein, wir schaffen es nicht.
Okay, gut, dann haben wir das jetzt zu Genüge probiert. Dann werde ich mich jetzt einfach mal darauf verlassen, dass es das Richtige ist. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir als nächstes hinkommen. Dann ist der Level doch noch ein bisschen länger. Okay, es gibt genügend Nischen, die mir sagen, ach und übrigens, bring dich mal lieber in Sicherheit. Ach du Scheiße, da geht's ja noch weiter. Holy crap. Okay, ich würde mich eigentlich am liebsten in diese Nische dort reinstellen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es dorthin schaffen soll, ohne zwischendurch zu sterben. Ich glaube, diese kleine Stufe dort, das reicht nicht aus, um mich in Sicherheit zu fühlen. Kann ich darauf stehen? Ich kann bestimmt nicht darauf stehen. Und wo geht's da nach unten hin? Voll krass schon wieder hier. Normalerweise lockt es ja immer Gegner an, aber es triggert keine Gegner, was ein bisschen schade ist. Was sagt meine Lebensenergie? Ja, mach mal. Gekauft. Wir speichern nochmal. Und nutzen nochmal die Schrotflinte. Okay. Dass ich da nicht stehen kann, habe ich so nicht gesehen. Ja, okay. Na gut, das macht aber das Leben prinzipiell einfacher, weil ich glaube, dann können mich die Gegner auf dem anderen Steg nicht erreichen, wollte ich sagen. Ja, jetzt so langsam ist der Wurm drin. Also ich werde jetzt auch nur noch das jetzt hier ausprobieren. Und gucken, dass ich den Raum vielleicht noch ein bisschen begreife, vielleicht ein paar Gegner mitnehme, bevor ich mich jetzt hier verabschiede. So. Okay. Was zum... Also wenn da keine Gegner kommen, dann weiß ich auch nicht. Hä, ist er jetzt zu? Nee, sah nur so aus. Da, ja, diese Nische. Fand ich eigentlich ganz nett. So, wir machen das übliche Spielchen. Well, that wasn't enough. Da kommen unter Garantie Gegner. Oh, verdammt. Okay, was ist hier oben? Oh. Oh. Sieht so ein bisschen aus wie einzelne Knochenringe von so einer Wirbelsäule oder so. Mit Magma durchsetzt und Fels. Ja, jetzt haben wir es auch blubbern. Okay, also hier muss ich sagen, weiß ich noch nicht so genau. Da werde ich wahrscheinlich einfach straightforward irgendwie durchspringen müssen. Boah, aber ich habe einfach solche Angst. Und es ärgert mich, weil ich hatte bis gerade eben hatte ich noch richtig viel Spaß. Und irgendwie überwiegt jetzt schon wieder ein bisschen die Angst. Was ist da unten eigentlich? Fragen über Fragen über Fragen. Okay, ich mache das jetzt noch. Was soll's?
Ja, fick dich. Das war so klar. Aber wir haben es gemacht. Wir haben sogar wirklich nur die drei Schüsse gebraucht, die wir gebraucht haben. Yes. Finde ich gut. What? War so klar, dass es wieder eine verdammte Falle ist. Au. So, noch irgendjemand, der gerne Bock hätte, aufs Nichts aufzutauchen und mich zu erschrecken? Oh, ehrlich gesagt hätte ich jetzt voll Schiss gehabt, wenn jetzt das Spiel gesagt hätte, abstürzen, hätte ich es nochmal machen müssen. Also ich hätte natürlich auch darauf verzichten können, ja. Aber wenn wir jetzt schon einmal dabei sind, uns alles zu holen, ich habe ja vorhin eine relativ positive Statistik aufgestellt, dass wir doch relativ viel Zeug haben, dann tun wir das so. Ich frage mich nur gerade, ob das Spiel meint, ich könnte diesen Sturz überleben. Weil es sieht irgendwie so aus, so nach dem Motto, ja, das probiere ich auch noch mal kurz aus. So. Aber es kann sein, dass ich darauf dann zumindest verzichten werde. Nee, nee. Also entweder muss ich da schneller reagieren oder... Oder wir kommen einfach noch mal von der Seite. Ich bin dafür, dass wir noch mal von der Seite kommen. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir einfach das nächste Mal weiter bei diesem Aufgang. Ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe und ich hoffe, dass ich dann wieder ein bisschen neuen Mut gefunden habe. Irgendwie jetzt zum Schluss war so ein bisschen die Luft raus. Aber prinzipiell sind es im Moment doch ziemlich spannende Level hier. Also zumindest dieser Level jetzt hier. Und wir haben wieder ein Geheimnis gefunden. Yes. Okay, ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.